Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir sind immer noch in den Warrington Tunnels und suchen immer noch Roy, der natürlich hier umgeben von seinen Ghoulen ist. So, mal gucken, wo bist du denn? War nicht so gut. Oh, wir müssen die Kampfflinte reparieren, sehe ich gerade. Sollte ja kein Problem sein. Guck mal. Das schmeckt doch wieder. Das schmeckt doch sehr gut. So, was haben wir denn hier? Einen leeren Schreibtisch. Gas in der Luft, das ist nicht so gut. Nein, ich wollte nicht an den Schreibtisch, ich wollte den Stimpack nehmen. Er gibt mir den leeren Schreibtisch. Auch nicht schlecht. Woher kommt dir das ganze Gas? Schnell raus da. So, hier war doch auch noch was, genau. Oh, wir hatten schon Licht an. Ich vergesse immer, dass das Licht einfach so auch schon so ein bisschen kacke ist. Also das nehmen wir mit. Ja, mehr gibt es hier nicht, leider. Ein Warrington Station. Und da hinten kommen wir wahrscheinlich nur dahin, wo wir vorhin schon waren. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Nur halt mit ein bisschen mehr in der Luft, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter und in die Warrington Station. Da kommen wir ja von oben nicht rein. Oh, ich habe da noch was gesehen. Moment. Da habe ich noch was gesehen. Ah ne, es war nur das Licht vom Boden. Ah, ich war gerade einmal überlegen, was das sein könnte. So, Oh. Hallöchen. Ich spiel keine Spielchen, also herkommen. Wir zwei müssen uns mal unterhalten. Ich will meine Kugel nicht für einen rosa Hintern vergeuden müssen. Ich glaube, du wärst der Erste, der weg wäre. Alter, der ist Voldemort. Aber der sieht gut aus, ey. Haben sie gut hingekriegt. Was machen sie denn so im Metrotunnel? Wie fühlt man sich denn so als Ghoul? Ich bin hier, um mit Roy Phillips zu sprechen. Ach ja? Erwartet er sie? Na dann mal los. Man sollte Roy nicht warten lassen. Er ist recht ungeduldig. Also Vorsicht. Ja, wir passen schon auf. Was machen sie denn so im Metrotunnel? Ich habe mich mit Roy und seiner nichtsnutzigen Gang herumgetrieben. Roy ist ein bescheuerter Typ, der keine Gefangenen macht. Er hat von diesem Mistkerl Tenpenny gehört und will uns jetzt in diesen Turm bringen. Dazu hackt er einen Plan aus, um die Ghoulhasser dort umzubringen. Ob sie es glauben oder nicht, das hier war mal mein Urlaubsort. Okay. Wie fühlt man sich denn so? Ja, komm. Viel Glück. Wenn man sich so als Ghoul fühlt, ich denke mal nicht so prickelnd. So, hier unten haben wir auch noch was. Können wir einfach öffnen. Na, naja, toll, zu der einen Seite hin, toll. Sehr schön. Ah, jetzt will ich mal wissen, was ist da. Ah, aber erstmal oben. Erstmal hoch. Also, erstmal mit Roy sprechen. Nee, komm. Was machen Sie hier? Es ist hier nicht sicher für Leute wie Sie. Hä? Bin nur auf der Durchreise. Sie sind nur auf der Durchreise. Das ist doch kein Leben. Sie brauchen eine Bestimmung, ein Ziel. Es ist das Einzige, das uns von diesem bedeutungslosen, beschissenen Leben ablenkt. Ja, wie fühlt man sich so als Ghoul? Ich war nicht immer so. Ich war mal ein verdammter Wissenschaftler. Wir haben großartige Dinge gemacht. Erstaunliche Dinge. Klar mussten Opfer gebracht werden. Einige nahmen Schaden, aber wir haben wirklich Fortschritte gemacht, bis die verdammten Bomben fielen. Das Karma ist echt hammerhart. Das sollte man nie vergessen. Ja, oder sagst du was, das stimmt. So, ich muss jetzt los. Er hat einfach kurz alles vergessen gehabt, was wir mit ihm beredet haben. Und einfach so, was machen Sie denn hier? Hab Sie ja nicht vor 2 Minuten nur erst gesehen. So, er läuft da unten weiter. Ich weiß nicht warum. Aber wir gehen da mal oben gucken, was hier so rumliegt.
Okay. Ja, die 10 mm Schuss können wir da auch mal mit gutem Gewissen drin lassen, genauso wie das. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Davon haben wir noch so einiges. Dann wollen wir mal zu Roy. Roy Phillips. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, ob der hier ist. Oder ob wir da unten durch die... Ja, wir müssen wahrscheinlich da unten durch das Tor, oder? Ach, nee, das ist hier zum... zu den... Komme ich da wieder rein, wenn ich rausgehe? Oh, bitte. Ich meine, wir haben es aufgemacht. Ah, es geht. Gut, wir haben einen, sag ich mal, einen schnellen Weg fertig gemacht zu Roy Phillips Gang. Das ist ja schon mal, sag ich mal, ziemlich nice, ne? Also, das passt schon mal. Ich weiß zwar nicht warum, weil nach der Mission stört das nicht mehr, aber ja. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Der hat uns schon wieder vergessen, glaube ich. So, ich achte trotzdem darauf. Es könnten hier immer noch Fallen liegen. Übrigens, er verlässt jetzt einfach seinen Posten. Jetzt kommt keiner mehr. Jetzt ist alles hier, ne? Alles easy. So, was haben wir denn hier? Oh, schon wieder. Ah. Wir sind versteckt. Das ist halt dann doch schon ein bisschen besser als 10 mm Schuss. Das nimmt man dann doch schon gerne mit. Oh, wen haben wir denn hier? Hallöchen, Bessie Lynn. Okay, hier ist alles Diebstahl. Das wollen wir natürlich nicht machen, ne? Also zumindest jetzt noch nicht. Da ist Roy Phillips. Ich will aber erstmal oben weitergehen. Wenn die hier unten sind, will ich hoch. Wir werden auch noch mit Bessie Lynn sprechen, aber erst oben lang. Erst gucken, wohin uns dieser Weg hier führt. Ich habe da so eine Ahnung. Und ich glaube, er führt uns zu diesem... Ja. Hä? Na... Komm jetzt aber. Ach Gott. Ich muss ja sagen, das ist geil am Heckenschützengewehr. Wir haben ihm ja gar nichts abgezogen. Oha. Hm. Ah, Mann. Alter, frisst der wieder Muni, ey. Ah, so ein Munitionfresser, ne? Mm. Ein Bullet Eater ist es. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja nur ein einfacher Ghoul. Kein Hindernis für, wohin schießt er denn? Ach, unser Arm ist ja im Arsch. Ja, ja, ja. Natürlich. Ja. Okay. Er hat's versucht, das muss man ihm zugute lassen. Also ich wollte gerade sagen, ne? Das führt uns doch safe zu den wild gewordenen Ghoulen hier und ich hatte recht. Auch wenn ich es nicht gesagt hatte, ich hatte recht. Naja, aber das war ja abzusehen. War ja abzusehen. So. Jetzt ist die Frage. Menschenfleisch könnt ihr behalten. Ich meine, hast jetzt nicht mehr viel von, aber hey. Liegt da irgendwas drin, was wir gebrauchen könnten? Nö. Ich dachte, da liegt vielleicht irgendwas drin, was wir gebrauchen könnten. Aber eher nicht. So, jetzt können wir hier noch weiter. Und da werde ich auch nochmal weiter gehen. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Aber, Ah, okay. Hier ist eine Tür. Da die offen ist, könnten hier immer noch... einige Gegner sein. Hm, nehmen wir mit. Aber hier könnte auch guter Loot sein. Zum Beispiel das Science Book. Was gab das nochmal?
Wäre schön gewesen, wenn es dabei steht. Wissenschaft wahrscheinlich, ne? Wissenschaft können wir gebrauchen. Ja. Wissenschaft können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, Tür. Da geht's runter. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das denn hier? Okay, hier ist eine große Tür. Hier ist... Oh, Altmetall. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gleisnägel. Ansonsten ist hier noch eine große Tür. Und die ist auf sehr schwer. Okay. Sehr schwer verschlossen. So, das heißt, wir können da noch nicht dran. Ich werde übrigens auf dem letzten Level, sollten wir da noch nicht alles auf 100 haben, werde ich alles auf 100, also von den wichtigen Fertigkeiten wie Wissenschaft und Dietrich, werde ich da noch auf 100 setzen. Weil das ist ja halt auch, dass wir viele Bereiche noch sehen und sowas. Ja, wo sind wir denn hier, ey? Alter, was ist denn das für ein Ort? Ja, hier ist Diebstahl, also werden wir wahrscheinlich beim Roy Phillips sein. Das Karma. Du hast Altmetall geklaut aus einer Kiste. Einer random Kiste. Wie kannst du nur? Ach, hier schlafen sie alle. Ja, komm. Also ich werde jetzt hier nicht... ich werde denen jetzt hier nicht so ein paar Klamotten wegnehmen, die wir jetzt eh nicht so unbedingt brauchen. Haben wir denn hier nichts Spezielles? Eine Wackelpuppe zum Beispiel oder sowas? Ich weiß halt nicht mehr, wo die Wackelpuppen sind. Also, ja. Manche wusste ich ja noch, manche überhaupt nicht. Ich weiß auch noch die auf in Rivet City. Keine Sorge, die habe ich nicht vergessen. Und wir müssen auch noch die Wackelpuppe bei Lucas Sims holen. Ja, was denn los? Was ist denn los? Oh, hier ist eine Quantum. Ah, hallo. Kommst mal bitte mit. Ich geh mal kurz raus. Ein bisschen trinken, Freunde. Das war, glaube ich, nicht mal Diebstahl. What the hell? So, hier haben wir auch nichts, ne? Nö. Sensormodule. Eine Zeitschrift, die nehmen wir mit. Was ist das? Pugilismus aktuell. Was für erkannt. Junge, der schläft, Alter, wie weiß ich nicht, ey. Er schläft, wie weiß ich nicht. Ja, ja, Karma verloren, leck mich doch. So, dafür waffenlos plus 2. Karma kann man sich übrigens ganz schnell auch so hoch machen, indem man den Obdachlosen bzw. den Landstreichern vor den Städten einfach Wasser droppt. Dann kriegt man immer Karma dazu, damit kann man sich ein Karma-Level halt hochpushen. Sprache 98, Dietrich haben wir 91 nur, das ist nicht so gut. Da muss noch was hin. Waffenlos haben wir 69 sogar. Also hier, wir haben schon alles sehr hoch. Ob ich alles auf 100 kriege, weiß ich nicht. Aber wir haben alles sehr, sehr hoch und das finde ich schon mal sehr toll. Wir müssen auch noch gucken, welche Wackelpuppen wir brauchen. Ach, warte, warte. Moment, Moment, Moment. Ne, warte mal, woher kam ich? Ich kam hierher, ne? Ich will natürlich noch den anderen Abschnitt sehen, weil da ist noch eine Tür hin und ja. Ist auch noch eine Tür. Guck mal. Ja, die hätte ja fast vergessen hier alles. Ja, die Gleisnägel brauchen wir jetzt nicht, dafür werden wir jetzt nicht klauen. Aber die Munition... Ja gut, Schrotpatronen haben wir genug. Das ist das Ding. Da drin Cherry Bombs. Ja, ist alles Diebstahl. Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir auch nicht. Haben wir auch genug von. Na gut. Dienstbuch der Elektronik. Das nehmen wir mit. Das behalten wir erstmal im Hinterkopf, ne? So. Und dann können wir noch durch die andere Tür auf der anderen Seite gehen. Wo führte die nochmal hin? Auch irgendwas mit der Metro Station oder sowas. Und danach sprechen wir mit Roy. Mit Roy Phillips. Gucken, was er so zu sagen hat. Wie er die Ghule da reinbringen will. Also ich bin ehrlich, ich versuche so ein
Ach so, ja, hier kommen wir nicht rein. Ja, okay. Hier waren wir schon drin, ich bin doof. Ich versuche einen humanen Weg zu finden. Aber, ja. Warten wir mal ab. So. Schön lange Wege hier. Können wir ein bisschen rumjumpen. So, jetzt müssen wir gleich bei Roy Phillips sein. Sollen wir vorher mit der Beth reden? Oder wie hieß sie nochmal? Komm, wir reden vorher mit ihr. Oder? Ne, mit ihm haben wir schon geredet. Ne? Michael Masters hatten wir schon. So, wir haben noch nicht mit Bessie, genau. Bessie Lynn. Oh, hallo. Ich bin Bessie Lynn. Ich glaube nicht, dass Sie hier unten sein sollten. Haben Sie mit Roy gesprochen? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Sie könnten echt Schwierigkeiten kriegen, wenn Sie hier uneingeladen auftauchen. Ja, die Schwierigkeiten habe ich mir schon vom Hals geschafft. Ich bin in Schwierigkeiten. Mehr verrate ich nicht. Schön, Sie kennenzulernen, Bessie. Keine Sorge, ich komme klar. Ich mag's nicht, wenn jemand zu Schaden kommt. Sie müssen tough sein, wenn Sie an den wilden Ghulen vorbeikommen. Uns tun sie ja nix, aber ihnen? Ich schwafel schon wieder, stimmt's? Roy sagt mir ständig, dass ich das nicht tun soll. Ah, ist ja kein Problem. Wir haben ja die wilden Ghule alle weggemacht. Was machen sie denn so im Metrotunnel? Roy hat einen Plan, um uns in diesen Turm zu bringen. Tenpenny Tower. Er sagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Er ist irrsinnig stark und er gibt nie auf. Roy ist ein echter Macher. Darum folgen ihm die anderen. Ich mag einfach die Art und Weise, wie er mich ansieht. Da fühle ich mich wieder schön. Ich würde mit ihm überall hingehen. Welche anderen, Alter? Es ist Michael Masters noch und du. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen und die wilden Ghule sind kein Problem mehr. Wie fühlt man sich denn als Ghule? Ja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Aber es ist schon anders als vorher. Ja, das kann gut sein. Wissen Sie, früher kamen ständig Leute vorbei. Aber dann wollen sie einfach nichts mehr mit einem zu tun haben, wenn's passiert. Wenn man sich verändert, meine ich jetzt. Ja, da macht die Sache, die sie vorher gemacht haben, wofür sie vorbeikamen, nicht mehr so Spaß, Bessie. Sauber bleiben. Ja, wenn dir so eine Lippe auf einmal abfällt, ja, das ist halt nicht so der Antörner, das ist also der Abtörner. Hallo Roy, steh mal auf hier. Aufhören. Um was geht's? Was machen Sie denn so im Metrotunnel? Ja, die Standardfragen. Ich habe in den Metrotunnels ein paar verrückte Ghule umgelegt. Fragen Zeit wir erstmal das Nette. Schlagen, Pläne schmieden und uns vorbereiten. Tenpenny und sein Pack von Möchtegans können uns nicht für immer aus dem Turm heraushalten. Wir haben Rechte. Und wir setzen sie durch, wo sie uns verweigert werden. Ja, gut. Vielleicht kann ich dich da reinbringen. Es ist Tenpennys Turm. Er kann tun und lassen, was er will. Ihr seid doch sicher in diesen Tunnels. Wieso wollt ihr in Tenpenny wohnen? Ihr wartet doch einfach noch 5 Jahre, dann ist Tenpenny doch sowieso weg. Das geht mich eigentlich nichts an. Entschuldigung für die Frage. Ja, wir bringen sie da rein. Ich habe schon einen Plan. Sie glauben, ich bin ein Monster. Ich werde ihnen die echten Monster zeigen. Nee. Wir lassen unsere wilden Brüder auf sie los. Diese ghoulhassenden Mistkerle werden in Stücke gerissen. Das Problem ist nur diese verdammte U-Bahn-Tür. Die Sache ist die, es gibt eine Art Fluchttür von Tenpennys Keller in die U-Bahn-Tunnels. Es muss einen Weg geben, die zu öffnen. Ja, lass mich mal mit Tenpenny reden. Vielleicht lässt er euch ja hier leben. In Ordnung, töte die Elite. Ich kann dir eventuell mit diesem Notausgang helfen. Was auch immer, du bist auch nicht besser als Tenpenny. Ja, ist er auch nicht. Komm, wir reden mal mit Tenpenny. Ah, Mann. Diese hochnäsigen Flachköpfe können wahrscheinlich nicht mal miteinander leben. Geschweige denn mit uns. Ja, wir gucken. Aber bitte sprechen Sie meinetwegen mit Tenpenny. Wird nicht funktionieren. Und dann machen wir es auf meine Art. Ja, gut. Sie öffnen die Notausgangstür im Tenpenny-Keller und ich lasse die Wilden los. Wie fühlt man sich so als Ghoul? Sie sollten sich Ihre nächsten Worte sehr gut überlegen, denn langsam bin ich echt angepisst. Ja, sollte nicht passieren so.
Du frisst Gehirne, richtig? Ich wollte sie nicht beleidigen, ich habe keine Vorurteile. Haben wir wirklich Alles nicht? Klar, wie auch immer. Sie überheblicher, heuchlerischer Armleuchter. Nein, das war mein voller Ernst. Es ist mir egal, ob du ein Ghoul bist oder nicht. Du bist hier der intolerante Arsch, nicht ich. Du bist also hässlich, na und? Gut, wie dem auch sei. Ein Ghoul zu sein ist auch nicht schlimmer als alle anderen Dinge, mit denen man fertig werden muss. Zum Beispiel das Ödland. Beispielsweise ihre Blödheit. Dafür können sie einfach nichts. Sie wurden blöd geboren oder sind als Kind auf den Kopf gefallen. Wie dem auch sei. Ändern können sie daran nichts. Und so tun sie ihr Bestes, damit fertig zu werden. Ja, gut. Du bist ein sehr netter Zeitgenosse. Was? Ich glaube, ich kann sie davon überzeugen, euch hier leben zu lassen. Ich öffne diese Tür. Ja, komm, machen wir so. Sie sind wirklich davon überzeugt, oder? Versuchen können sie es ja. Ich gebe ihnen eine Chance. Aber danach machen wir es auf meine Art. Ja, machen wir dann auf deine Art. Beeilung. Ja, Beeilung. So, wir müssen jetzt hier raus. Da geht's, glaube ich, nicht raus. Den schnellsten Weg hier raus, damit wir zu Tenpenny kommen. Um dann, auch etwas zu bekommen, hoffe ich mal. Ich hoffe, wir bekommen das auch, wenn wir auf dem Weg gehen. Also diesen, wir töten niemanden Weg. Aber die wilden Ghule übrigens, ich weiß, wen will er loslassen. Hier ist nichts mehr. Wir haben alles weggeflankt. Also ehrlich, wir haben alles weg. Hier ist kein wilder Ghul mehr. Und er redet hier von seiner Gang, seinen wilden Ghulen, Alter. Naja, egal. Also ich bin auch der Meinung, dass Ghule ruhig Zutritt da haben sollten. Natürlich nicht die wilden Ghule, ist ja klar. Aber so kultivierte Ghule, wie nicht Roy Phillips zum Beispiel, sollten da schon Einlass kriegen. Zum Beispiel Bethy oder der Michael Masters. Ja, da laufe ich jetzt nicht hin. Wir sind lauffaul. Was? Nein, wir wollen Tenpennys Dings machen. Tenpenny Tower. Ja, da können wir uns hinporten. Schnell hinreisen. Ah, Junge. Einen Moment. Ja, mach die Tür auf. Du nervst. Lass die Tür auf, Mensch. Ey, die sehen doch, wenn da irgendwas kommt. So. Wir gehen nach Tenpenny. Hallöchen, Freunde. Warum sitzt hier keine Wache heute? Kein Bock, oder was? Er hat heute keinen Bock. Der sitzt... der pennt doch auch bestimmt hier oben. Sie sehen aber komisch aus. Ich nehme an, Sie haben mir was Interessantes zu berichten. Aber natürlich. Was können Sie mir über den Keller erzählen? Es gibt da ein paar Ghule, die hier wohnen möchten. Was halten Sie davon? Wie? Haben Sie Ihren Verstand verloren? Ghule, hier! Meinen Sie das ernst? Ja, natürlich meine ich das ernst. Was ist, wenn die Bewohner gar nichts gegen Ghoul-Nachbarn haben? Ich habe nur Spaß gemacht. Diese Zombies müssen vernichtet werden. Wie oft, was auch immer, ne? Komm. Ha, schätze, so viel würde es mir gar nicht ausmachen, wenn hier Ghule leben. Wäre echt spaßig, sie abzuknallen, wenn sie sich daneben benehmen. Ich habe da meine Zweifel, dass Sie gewisse Ansässige davon überzeugen können, Ihrem unkonventionellen Vorschlag zuzustimmen. Ich sage Ihnen mal was. Wenn Sie Mr. und Mrs. Wellington, Mr. Ling, Miss Montenegro und Miss Lancaster überzeugen können, dürfen diese Ghule hier leben. Nice. Haben Sie mich schon mal schießen gesehen? Ich bin ziemlich gut, wenn ich das selbst mal so sagen darf. Ja, ist auf jeden Fall ein toller Typ, ey. Also wirklich. So. Wir müssen jetzt zu den Anwohnern. Hä? Was? Den Ghulen helfen, in Tenpenny Tower zu gelangen. So, ja, wir wollen doch hier Mr. Ling und so. Ne? Mr. und Mrs. Wellington, Mr. Ling, Mrs. Montenegro, Mrs. Lancaster. Mal gucken, wen wir hier zuerst treffen. Ach, da sitzt doch jemand. Wer ist das? Tiffany Cheng. Ist das Mrs. Cheng? Nee, das ist Ling. Die müssen wir davon nicht überzeugen. Die ist Tenpenny egal.
Auch ein netter Zeitgenosse, wirklich. Hä? Ja, wo sind die denn alle, ey? Ah, Leute. Safe haben wir schon leer gemacht, okay. So, hier ist aber auch sonst nichts, was wir gebrauchen könnten. Ja, dann wollen wir mal eine Stufe höher und gucken, ob die hier im Bett sind. Naja. Oder auch nicht. Aber wo sind die denn alle? Haben die sich in Luft aufgelöst? Hier ist ja gar keiner mehr. Also, jetzt weiß ich nicht, ey. Foyer. Tür öffnen. So, da haben wir doch jemanden liegen. Susan Lancaster. Hallo, Schatz. Hallo. Hm. Hallo, Susan. Hallöchen. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, wüsste ich so einiges. Hast du Kakao? Schon mal im Keller gewesen? Hab gehört, ja, nein. Wie würden Sie es finden, ein paar Ghule als Nachbarn zu haben? Ich habe einfach schon zu viel hinter mir, als dass ich mein Leben mit verwesenden Ghulen teilen will. Ich kenne diese Ghule. So schlimm sind die gar nicht. Ghule sind echt widerliche Kreaturen. Na, wieso sind Wenn Sie ihren Gestank abkönnen, sollten Sie zu Ihnen in Ihre dreckigen Tunnels ziehen und uns zivilisierte Leute in Ruhe lassen. Sprache 100%. Es passiert wirklich. Jetzt heißt es, sich damit abfinden oder rausfliegen. Mit dem Ödland bin ich fertig. Ich war schon überall. Es gibt nichts Besseres als das hier. Ich verabscheue Sie und Ihre Ghule. Ja, ich bin sicher, da wird sich etwas Passendes finden. Keine Sorge. Mir egal, packen Sie Ihre Sachen und hauen Sie ab. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde mit Tenpenny sprechen. Vielleicht kann ich bei Burke wohnen. Er ist sowieso nie da. Und wenn er zurückkommt, werde ich dafür sorgen, dass er mit dem neuen Arrangement einverstanden ist. Ich lasse nur meine Lebensmittel holen. Ich muss dich und deine Ghoul-Kumpel noch nicht mal ansehen. What? What? Oh, okay, die hat auf jeden Fall hier die, die Kräfte am Start, Alter. Sie kann sich einfach innerhalb von einer Sekunde umziehen. So, wen haben wir hier? Michael Hawthorne. Das ist keiner von denen, ne? Nein, Mrs. Lancaster haben wir. Hawthorne ist keiner von denen, die wir bezirzen müssen dafür. Hallo. Tenpenny-Einwohner, hey. Mit der wollen wir nicht reden. Oh, hier. Mr. and Mrs. Wellington. Hallo. Hallo. Na, Mr. Wellington? Edgar Wellington, der Zweite. Kennen Sie meine Frau Millicent schon? Aber natürlich. Moment mal. Ein Eindringling. Keine Sorge, ich wurde am Vordereingang durchgelassen. Ich sprang über die Wand, als niemand hinsah. Wie glauben Sie, dass ich... Na, komm hier. Hm. Na schön. Solange der Sicherheitsdienst weiß, dass Sie hier sind, man kann heute nie vorsichtig genug sein. Mit den Ghulen und so. Gustavo meint, er hat die Situation fest im Griff, aber ich bin mir da nicht so sicher. Sind Sie auf Ihrem Weg hierher auf Ghule getroffen? Würde man so sagen. Ich esse Ghule zum Frühstück. Ich habe eine Menge Ghule gesehen und jeden einzelnen davon, von ihnen gehasst. Ich betrachte die Ghule nicht als Problem, falls die Frage darauf abzielt. Dann wissen Sie ganz offensichtlich nichts über Ghule. Ich weiß mehr über Ghule als du, mein Freund. Wie würden Sie es finden, ein paar Ghule als Nachbarn zu haben? Sie machen Witze, richtig? Sie meinen es ernst? Natürlich nicht. Klar meine ich es ernst. Ghule können hier nicht leben. Sie sind dreckige, widerliche Kreaturen. Nein, du bist dreckig und widerlich. Ich kenne diese Ghule, sind zivilisiert und stellen keine Bedrohung dar. Ich kann Ihnen leider nicht zustimmen. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass Tenpenny so etwas zulassen würde. Das würde ich persönlich auch nicht. Sprache 100%. Es wird passieren. Es passiert wirklich. Jetzt heißt es, sich damit abfinden oder rausfliegen. Das ist empörend, absurd! Verdrängt von einem Haufen dreckiger Ghule und einem sentimentalen Aktivisten? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin sicher, da wird sich etwas Passendes finden, keine Sorge. Ich habe ein gemütliches Zuhause gefunden und jetzt muss ich es zurücklassen. Wenn ich sterbe, ist es Ihre Schuld. Agatha spielt für uns die kleinste Violine der Welt. Hallo. Hallo, Millicent Wellington. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Mrs. Edgar Wellington. Sie können mich mit Madam oder Lady Wellington ansprechen. Ich nenne dich Mr. Edgar, Alter. What the hell?
Es freut mich sehr, Sie zu treffen, Lady Wellington. Schau an, noch so ein arroganter Schnepfer, wie beeindruckend. Aber schon ziemlich nett. Sie haben bessere Manieren, als Ihre augenscheinliche Herkunft vermuten lässt. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Du lebst in einem verschimmelten Turm, ey. Irgendwelche Ghule zu Gesicht bekommen, oder? Ich verbringe meine Zeit lieber mit Ghulen als mit bestimmten anderen Leuten. Ich habe keine Angst vor Ghulen. Machen wir so. Das überrascht mich nicht. Sie sollten mit Gustavo reden. Er könnte jemanden wie Sie vielleicht gebrauchen. Nein, so meinte ich das nicht. Wissen Sie viel über den Inhalt des Kellers? Wie würden Sie es finden, wenn ein paar Ghule als Nachbarn zu haben? Ach du meine Güte. Sie meinen es ernst? Ghule? Hier? Bei uns? Das ist völlig indiskutabel. Ich kenne diese Ghule, sie sind zivilisiert und stellen keine Bedrohung dar. Ha! Ich denke, dass ich doch so einiges mehr weiß, als irgendein dahergelaufener Ödland-Vagabund. Sie liegen einfach falsch. Nach außen hin mögen sie nett sein, ja. Aber im tiefsten Innern sind sie Killer. Das weiß jeder halbwegs Gebildete hier. Sie haben ganz klar keine Ahnung, wovon sie reden. Oh doch, es passiert wirklich. Jetzt heißt es, sich damit abfinden oder rausfliegen. Verdammt, das kann nicht wahr sein. Das ist wahr. Warum bin ich denn wohl hierher gekommen? Um von Ghulen, Monstern und Abschaum wie ihnen wegzukommen. Oh, und jetzt verpisst jetzt du dich wieder. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Oh. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Ins Ödland. Ich bin sicher, da wird sich schon ein etwas Passendes finden. Keine Sorge. Ich habe schon was gefunden. Ich hoffe, einer ihrer Ghul-Freunde wird sie umlegen. Warten Sie nur ab. Ah, du bist aber nett. Ich hoffe, du wirst weg sein. Ja, ich würde sagen, Mr. und Mrs. Wellington und Lancaster. Fehlt noch Montenegro und Lynn. Die werden wir aber in der nächsten Folge erst machen. Wer ist das hier? Hallo. Ein Tenpenny Tower Einwohner. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal Schluss und reden in der nächsten Folge dann mit der Mrs. Ling und mit... War Mrs. Ling, ne? Mr. Ling und Mrs. Montenegro. Und bis dahin auf Wiedersehen.